Willkommen zu dem Einführungsvideo zu meiner Eröffnungsserie über erstens D4, D5. Das Ziel dieser Serie ist es, alle Eröffnungen, die in irgendeiner Weise sinnvoll ist, zu beleuchten und mit einem Grundbasiswissen auszustatten. Wozu ist es jetzt hilfreich? Zum einen, sagen wir, ihr seht eine Partie der Großmeister und die spielen irgendeine Variante oder irgendeine Zugfolge und ihr versteht nicht, aber warum macht der Schwarze gerade das? So kann man das anschauen. Zum anderen aber, stellt euch mal vor, ihr wollt euch ein Eröffnungsrepertoire basteln, so wie ich mir das machen wollte. Und dann muss man jetzt aber überlegen, aber was für Möglichkeiten hat dann der Schwarze, die er spielen kann? Haben wir wirklich alles abgedeckt? Und gerade bei D4, gibt es irgendwelche Zugfolgen, die mich aus dem Konzept werfen? Oder habe ich vielleicht irgendeine Zugfolge, um eine Variante des Gegners aus dem Konzept zu werfen? Oder wie oft habt ihr schon eine Eröffnungsvariante verworfen, einfach nur, weil ihr sie nicht kennt, nicht weil sie, ja, vielleicht gibt es eine kleine Variante und dann seid ihr schon die Experten und ihr gefällt euch. All das soll eben diese, ja, das Eröffnungslexikon abdecken. D4, D5 oder erstens D4 allgemein unterscheidet sich von E4, dass das Spiel eben geschlossen ist und als eine geschlossene Eröffnung ja, verläuft das Spiel ruhiger und man denkt viel mehr um eine ganz kleine positionelle Vorteile und um Strukturen, viel mehr als um forcierte Varianten. Jetzt zum Beispiel ist das eine mögliche Grundstruktur, die der Schwarze, die der Weiße anstrebt, der Schwarze bei D4, D5 eigentlich auch. Und hier muss man da vielleicht noch ein paar Sachen anpassen. Zum Beispiel will vielleicht der weiße Läufer nicht nach B2, sondern geht nach G5, aber die Bauernstruktur mehr oder weniger bleibt dieselbe. Natürlich kann man den Springer auf C3 stellen, diesen Läufer kann man manchmal auf D3 stellen. Im Katalan spielt man ungefähr dasselbe, nur mit dem Läufer auf G2. Und muss einfach nur diese Grundaufbau ein bisschen tweaken. Die Strukturen kommen auch jetzt so zum Vorschein, dass zum Beispiel in der Karlsbader Struktur ist das diese Stellung, die Bauernstruktur, die es fixiert und es geht darum, dass man den Plan kennt und den Plan richtig umsetzt. Hier ist der weiße Plan Minoritätsangriff, das ist hier der Zug B4, B5. Schwarz hat hier auch ein paar Pläne, die er probieren kann. Aber was jetzt mit diesem Strukturdenk gemeint ist, der Schwarze hätte jetzt auch andere Züge spielen können und der Plan bleibt dann aber derselbe. Und genauso bei Schwarz, der Weiße könnte auch einen Läufer auf E4 haben und diesen Läufer auf E2 oder vielleicht diesen Springer auf D2. Trotzdem bleibt grob gesagt der schwarze Plan derselbe, identisch und man muss einfach in diesen Plan spielen und das umsetzen. Andere typische Strukturen wären zum Beispiel so die hängenden Bauern. Oder eben ganz berühmt die Isolani-Struktur. Ich werde jetzt nicht hier in diesem Eröffnungslexikon zeigen, wie man mit dem Isolani spielt. Das ist einfach eine Kunst und man muss es halt sich ja, mit jahrelanger Erfahrung ansammeln. Aber ich zeige einfach, wie das entsteht und aus welchen Eröffnungen müsste man mit sowas rechnen, wenn man sowas anstrebt oder vermeiden will. Allgemein kommen diese Strukturen jetzt aus sehr, sehr vielen Stellung, weil der Schwarze und Weiße einen sehr, sehr ähnlichen Plan haben. Zum Beispiel, ich zeige nur von der Bauernstruktur, wenn wir so eine Struktur haben, wo der Weiße C4 spielt und der Schwarze C5 spielt, da haben wir schon ja, alle unsere Strukturen, die wir brauchen. Zum Beispiel, wenn es jetzt um eine Isolani-Struktur geht, dann müssen sich einfach nur diese beiden Bauern abtauschen, der Weiße schlägt irgendwann hier und schon haben wir eine Isolani-Struktur. Wenn es um hängende Bauern geht, muss der Weiße jetzt einfach nur den Bauern abdecken und wenn der Schwarz dann zweimal nimmt, hat der Weiß jetzt eben die hängende Bauernstrukturen. Deswegen ist es jetzt nicht wichtig, gerade aus welcher Zugfolge das entsteht, sondern einfach nur, was ist die Stellung und wie sollte man jetzt eben mit dem Plan spielen. Ich habe jetzt D4, D5 untergliedert in vier Teile, die es hier gibt. Und zwar habe ich jetzt das nach der weißen Wahl gespielt, wie der Weiße spielen will. Und zwar das erste Teil wird behandeln, wenn der Weiße jetzt C4 spielt und der Schwarze jetzt diverse Fortsetzungen hat. C6 mit Slawisch, Bauer schlägt C4, angenommenes Damengambit, auch ein paar Nebenvarianten. Und wenn der Schwarze das abgelehnte Damengambit hier wählt, dann verzichtet Weiß auf den Zug Springer F3, sondern spielt Bauer schlägt D5, die jetzt zum Beispiel zu der Karlsbader Struktur führen kann.
Im zweiten Teil werde ich dann hier den Zug Springer F3 an dieser Stelle spielen, also hier F6 und der Weiße spielt Springer F3. Das ist einfach das zweite Komplex der Eröffnung. Wieso das wichtig ist, weil bei den Großmeistern ist das so, die Großmeister spielen das so, nach D4 Springer F6, dann C4 E6, drohen ein bisschen Nimbzündisch. Nimbzündisch werde ich in diesen Videoserien jetzt noch nicht erwähnen, das wird aber das nächste Teil des Lexikons über D4 sein, Nimbzündisch und Damenindisch. Jetzt will der Weiße auf Nimbzündisch verzichten, spielt Springer F3 und der Schwarze, jetzt wo er sagt, gut, die Karlsbader Struktur haben wir vermieden. Übrigens, das ist ein sehr wichtiges Detail, dass der Weiße den Zug Springer F3 spielt, weil jetzt funktioniert das nicht. All diese Details werde ich dann im Video erklären. Dann kommt hier eben der Zug D5 und wenn der Weiße will, kann er jetzt Springer C3 spielen und diese Stellung bekommen. In dieser Stellung hat der Schwarze gleich 7 verschiedene Möglichkeiten, wie er spielen kann. Man könnte jetzt Läufer E7 spielen mit dem klassischen System, Läufer G4 mit Dragosin, dann gibt es ja, C5 mit Semitarasch, Tarasch oder noch einer kleinen Steigerung von Tarasch. Es gibt Bauer schlägt C4 mit dem Wiener Gambit und auch kleine Varianten mit A6 und Springer D7, die ein paar der Ideen vermischen. Der Weiße kann auch den Zug G3 spielen. Und wenn er G3 spielt, dann ist es jetzt katalanisch, eine sehr solide Eröffnung und da tut sich der Schwarze sehr oft schwer, was Schönes dagegen zu finden. Ich habe einfach alle Pläne, die jetzt in irgendeiner Weise sinnvoll angewandt werden, dargestellt. Da kann man sich jetzt was Passendes zusammensuchen. Also von positionellen Stellungen zu Endspiel, zu scharf, zu strategisch komplex. Es ist einfach alles, was die Theorie hergibt, ist einfach hier enthalten. Im vierten Teil werde ich dann noch hier an dieser Stelle noch Nebenzüge von Weiß anschauen, noch Londoner System und Zuckertorten in erster Linie. Was auch ebenfalls in diesem Video enthalten sein wird, ist Zugumstellung und wie man Zugumstellung vielleicht für sich verwenden kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt Slawisch spielt, werde ich jetzt ausführlich erklären, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Zugspringer F3 oder Zugspringer C3. Und einer der Unterschiede ist zum Beispiel, wenn der Weiß jetzt Springer F3 spielt, nach Springer F6, jetzt E3, kann man jetzt diese Stellung mit Schwarz spielen. Wenn der Weiße aber jetzt den Zug Springer C3 spielt und diese Stellung mit Läufer F5 einem nicht gefällt, so könnte man die vermeiden, weil nach Springer F6 E3 ist gerade hier der Zug Läufer F5 nicht günstig. Dafür sind vielleicht andere Varianten günstiger. Und genau dieses ja, Strukturdenken, was ist dann günstiger, was ist ungünstiger, werde ich dann hier ja, zeigen. Schließlich, das ist jetzt keine Repertoire-Empfehlung, sondern das ist wirklich eine Darstellung aller Varianten. Ich werde sie objektiv aus ja, beiden Perspektiven zeigen. Wie spielt man das, dass man eben einen Basis-Einblick bekommt? Die forcierten, sehr, sehr scharfen Varianten, zum Beispiel die Botvinnik-Variante, werde ich auch bis zu Zug 15, 20 zeigen, dass man wirklich versteht, wie das jetzt da funktioniert. Bei anderen Varianten, wo das Spiel jetzt sehr, sehr ähnlich läuft, zum Beispiel bei dem angenommenen Damengambit, wo der Schwarze jetzt auf C4 nimmt und der Weiße E3 spielt, ist es jetzt ziemlich ungefähr gleich, ob der Weiß jetzt den Zug Springer F3 spielt mit A4 oder den Läufer nach D3, E2 später zurückspielt. Die Struktur ist dieselbe, deswegen werde ich das einfach nur zu Übersichtszwecken ja, das klein halten, die Varianten. Denn es soll ja einfach einen Einblick geben, was für Strukturen erwartet euch, wenn ihr das spielen wollt mit Weiß und mit Schwarz. Nicht, was müsst ihr jetzt alles kennenlernen, welche Varianten muss man spielen. Das ist wirklich nur auf Verständnis und Überblick gerichtet. Also deswegen sind eben die konkreten Varianten tiefer und ausführlicher, während andere positionelle Varianten, sobald man einen guten Einblick bekommt, habe ich sie jetzt auch so kurz gehalten wie notwendig. Die ganze Übersicht ist ein bisschen groß geworden, aber das liegt daran, dass der D4, D5 ist eben ein sehr solides System. Da kann man mit Weiß und auch mit Schwarz verschiedene Pläne spielen. Es ist nicht so, dass man wirklich viel Eröffnungswissen braucht, um ein Repertoire dazu haben. Aber wenn man jetzt wirklich alles so kurz zeigen will, gibt es einfach ein sehr, sehr großes Ausmaß an vielen verschiedenen Systemen. Deswegen ist auch ja, diese Videoserie Reihe ein bisschen länger geworden. Ich habe mich aber wirklich bemüht, die Struktur sauber zu halten, dass man wirklich versteht und die Feinheiten zwischen den Zügen, auch die Zugfolgen,
Unterschiede einfach klar versteht. Warum mögen viele Spieler jetzt die Karlsbader Struktur nicht? Oder was könnte jetzt ein Problem an den Schepanenko-Slawen sein? Das habe ich versucht, alles genau darzustellen, dass man wirklich ein kleiner Experte in der Variante ist und dann versteht, das ist was für mich, das ist nichts für mich. Oder wieso, was wäre jetzt ein Grund, diese Variante zu spielen oder auch nicht zu spielen? Und wenn das euch alles anspricht, dann schaut bitte rein. Ich habe mir wirklich viele Gedanken reingesteckt und Mühen, um jetzt sauber und geschickt zu strukturieren, um jetzt ein sehr gutes Überblick über jetzt D4, D5 zu geben. Und wenn es euch gefällt und ihr dadurch schlauer werdet, dann freue ich mich und wünsche ich dann viel Erfolg beim Schach. Bis bald.